In just a few decades, Germany's capital of Berlin has undergone a rapid transformation from a shabby and walled-in city to a cosmopolitan metropolis. As trendy as it may be today, Berlin's cuisine was always considered plain at best. For example, currywurst. Ich denke mal, dass sie auch gerade bei Touristen so das Gericht Berlins ist, was man einfach mal gegessen haben muss. Food photographer Jan Wischniewski makes his own sausages. Urban agriculture. Brothers Lukas and Sebastian Dale grow herbs and salads in a sustainable garden near the heart of Berlin. Fast schon, kann man machen. With a Zander on stewed cucumber, salad with fillets of Zebu beef, or a Persian aubergine and egg one pot, the cuisine of modern Berlin is creative, international and delicious. Es nur noch selber gemachte Würste. The Markthalle 9 in the district of Kreuzberg. Jan Wischniewski is looking for good quality meat. Tachchen. Tachchen. Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Ich möchte Würstchen machen. Also zum einen würde ich da mal ein richtig schönes Stück Schweinenacken nehmen. Vom schwäbisch-hellischen Landschwein. Schön durchmarmoriert, Fett ist drin. Da hast du auf jeden Fall viel Muskelfleisch und viel Fett mit dazu. Und noch ein bisschen was hiervon. Schweinebauch würde ich auch empfehlen. Da hast du einfach so eine wirklich schöne, zarte Wurst mit ein bisschen Fettanteil, ein bisschen Fleischanteil. Ja, super. Würde ich so nehmen. Juti, wunderbar. Dann haben wir hier dein Fleisch. 20 Euro bekomme ich dann bitte. Alles klärchen. Schönen Abend wünsche ich dir. Dankeschön. Jan often shops for ingredients at Markthalle 9. Today, it's popular among Berliners and tourists alike and is an example of Berlin's culinary revolution. Ich habe hier früher als Koch gearbeitet, vor ewigen Jahren. Da war das hier eine ganz normale Markthalle. Und das Konzept, das hat sich gewandelt. Jetzt ist es ein moderner Platz zum Einkaufen. Man bekommt tolle Käsesorten, man bekommt alles Gemüse, was man sich vorstellen kann, auch vielleicht ein bisschen seltenere Sorten. Britz, just half an hour south of the city center. Jan is meeting his friend Thomas Erhardt. They both share a passion for fine food. Today, they're making their own Currywurst. Man kann Currywurst eigentlich aus drei Würsten machen. Das eine wäre halt eine typische Currywurst mit Pelle. Das ist halt ein sehr helles Wurstbrät, also gebrühte Wurst und geräuchert. Dann gibt es halt die Currywurst ohne Darm. Und die muss halt direkt aus der Wurstmaschine in ein Wasserbad, wo sie dann halt gebrüht wird, weil sie eben keine Pelle hat. Da muss man dann halt mit Eisflocken und was weiß ich. Also das ist dann schon eine Sache für einen Fleischer oder für jemanden, dessen totales Hobby das ist. For this reason, fans of homemade Currywurst use regular sausages that don't need boiling, served with the sweet curry sauce. In culinary circles, Currywurst is frowned upon. But Jan and Thomas are not interested in ordinary fast food. Ist ja, glaube ich, auch ein Trend, dass man aus einfachen Dingen was ganz Tolles macht, indem man einfach die besseren Zutaten benutzt und mehr Liebe reinsteckt. Und eine Berliner Currywurst ist eine fantastische Sache, wenn es die richtigen Zutaten hat. First, Jan crushes a few cloves of garlic and fries it until golden brown. Then mustard seeds and cumin, fresh marjoram, smoked salt, mace, pepper and a little cane sugar. Also eggs and milk.
Es wird jetzt so lange gerührt, bis es so ein bisschen so Fäden zieht. Sonst fällt sie auseinander, wenn du sie anschaust. Sonst wird die Wurst, genau, sonst wird die Wurst einfach bröckelig. Ja, alles klar. A sausage stuffer helps to get the meat into the casing. Jans Edition machen wir da draus. Wenn man dann wirklich sagt, okay, ich will jetzt mal ein paar Kilo machen, damit ich für den Sommer genug Würstchen zum Grillen eingefroren habe, dann sollte man sich schon irgendwie so eine Maschine kaufen. Ich denke mal, manche Leute geben für ihren Friseur mehr aus. Ich muss ja erstmal den Darm drüber machen. Und das wird jetzt ein bisschen gefummelt. For the casing, Jan uses natural pig's intestines. These can be found at the butcher or online. Making the sausages requires delicacy. The meat shouldn't be pressed out too quickly, otherwise the casing will tear. Too slow and the sausage won't be uniform. Ein echter Mann muss einmal in seinem Leben einen Baum gepflanzt haben. Geht's noch? Wurst gemacht. Fertig? Nee, geht Anschlag. Oh, echt schon? Ja. Now to make the sausages the right length. Eine Seite so und die andere Seite dann entgegengesetzt. Profis oder Fleischer schwingen das dann in der Hand, ne, drehen das dann als so, aber das dafür bin ich nicht routiniert genug. Also ich mache das eine nach der anderen. Lukas and Sebastian Dale run a small herb nursery not far from Jan's city apartment. The brothers are part of the trend of urban gardening. The goal? Growing your food locally in an environmentally friendly way. Normalerweise kommen Kräuter von ziemlich weit her, aus europäischen oder noch nicht mal mehr europäischen Ländern und haben einen langen Transportweg hinter sich. Das heißt, da büßen sie schon sehr viel Frische ein. Dann stehen sie im Markt 4-5 Tage und werden auf dem Zwischenweg auch noch durch Kühlketten malträtiert. Und dann hat man die Hoffnung, dass es zu Hause so lange wie möglich frisch ist. Und das geht eigentlich gar nicht. Which is why the brothers only sell their organic herbs in pots so that they can continue to grow. They're also working on concepts for what's known as vertical gardening. Man muss sich hier vorstellen, dass diese Produktion einfach nach oben gezogen wird. Das heißt, die Fläche, die wir hier haben, wird in die Höhe gezogen und der Flächenverbrauch, den ich habe, ist sehr, sehr viel geringer, als wenn ich das auf einer Ebene produziere, wie die Landwirtschaft normalerweise ist. Das heißt, wenn man hier 8 Pflanzen nacheinander hat, kann ich 8 Pflanzen auf derselben Fläche, wie ich vorher nur eine Pflanze anbauen konnte, anbauen auf einmal. Und das ist natürlich ein erhöhter Ertrag, wenn man gewillt ist, auch die technischen und energetischen Aufwendungen dafür aufzubauen. Lukas und Sebastian have other projects on the go. Hi. Hi, du. Was hast du denn mitgebracht? So, das ist von Vogue. Lukas, a qualified materials engineer, wants to develop sustainable potting soil. Ja. Ganz viel Substrat. For example, using coffee husk residues from a Berlin-based roastery and fermentation residues from biogas plants in Brandenburg. Wir wollen das Substrat so verdichten, dass die Oberfläche außen quasi den Topf generell ersetzt. Wir brauchen kein Plastik mehr drumherum, weil nach außen nicht mehr Wasser austritt. Und somit können wir diesen ganzen Blumentopf, was 12 Gramm Plastik ist, pro Topf können wir wirklich ersetzen. Because the raw materials are all from the Berlin region, there's no long-distance transportation, as is usually the case. But it's still early days for the project. Jan needs some ingredients for today's lunch. Hallo. Wie geht's? Ja, selber? Gut, gut. Schön. Ja, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Ich brauche bisschen Salate und Kräuter für so einen kräftigen, gemischten Salat. Ein bisschen Fleisch gibt es auch noch drumherum. Also ein kräftiger Salat. So. Jan is a frequent visitor to the brothers' farm shop. Above all, he appreciates their ecological and local approach. Das reicht doch erstmal. Super. Super. Sag mal, wir werden morgen zu Hause grillen. Ich mache selber Currywurst. Ja. Und gibt eine lecker selbstgemachte Soße dazu. Fänd das toll, wenn er einfach mal vorbeikommt. Sehr, sehr, sehr gerne. So, dann viel Prima, Spaß beim danke. Vorbereiten. Ciao, tschüss. Ciao, bis morgen.
Hallo. Hi. Ich habe schon mal ein paar Kräuter besorgt. Ja, super. Von den Kräuterjungs. Ah. Dann habe ich sie noch für morgen zum Grillen eingeladen. Ach ja, wie schön. Das ist ja eine gute Idee. Jan's Partner Fiona avoids kitchen duties, if at all possible. Er macht das einfach viel routinierter und schneller vor allen Dingen. Und, aber zwischendurch macht es natürlich auch Spaß, mal mitzuhelfen und zuzugucken und auch mal ein paar... Das ist jetzt hier nicht die Kerne, sondern du schneidest das ganze Fruchtfleisch raus. Dann haben wir nichts mehr für die Schmorgurken. Ja, aber der Löffel ist ja so breit. Ja, aber du hältst ja den Löffel. Du sollst ihn ja nicht so breit halten, sondern guck mal, du sollst ihn schräg. Dass du genau die Stelle auch nur rausschneidest, die halt die Kerne sind, weißt du? Seht ihr, genau das meine ich. They're making stewed cucumbers with Zander, a light summer dish. Zum Nachtisch. The delicious fish can be found in the many waters of the Berlin region. Jan scores the skin, so the fish doesn't roll up when fried. So, da muss man immer schön vorsichtig einschneiden, weil ratzfatz hat man sonst den Fisch durchgeschnitten. Das will man ja nicht. Oder auch wenn man zu tief einschneidet, wird er dann beim Braten schnell trocken. The dish is quick and simple to prepare. Chop the cucumber and shallots. Then sweat the shallots with garlic and a little butter. And add the cucumbers. After a few minutes, season with crème fraîche and dill. Now turn the Zander in flour and fry on the skin side until golden and crisp. Jan leaves the other side on the heat only briefly to prevent the fish from drying out. Jan is a self-employed food photographer. If he makes a particularly delicious-looking dish, he snaps some pictures and posts them online. Und nicht wackeln. He usually works without artificial lighting or photographer's tricks, such as hairspray for extra shine. Ich fotografiere immer so, dass man es nach Möglichkeit noch essen kann. Weil ich das einfach schade finde, es sterben auch Tiere dafür. Also ich sag mal so, wenn ich ein Hähnchen fotografiere, dann möchte ich das nicht anmalen und hinterher wegschmeißen. Also das ist irgendwie, da ist das Leben eigentlich dann schon mehr wert. Ich brauche in den seltensten Fällen irgendwelche Hilfsmittel. Klar, wird mal mit einem Holzspieß irgendwas festgesteckt oder kommt mal ein Knuddelchen Alufolie irgendwo drunter, um das ein bisschen anzuheben. Aber das kann man ja wieder rausnehmen und trotzdem essen. Bitteschön. Dankeschön. Bin ich aber gespannt. Wie immer gut gemacht. At the herb nursery, Lukas is heating up his ancient stove. He's expecting guests for dinner. His partner, Nikan Tiuri, grew up in Lower Saxony and is from a Persian family. Today, she's preparing a Persian menu, including Mirza Ghazemi, an eggplant starter. Lukas assists. Wie viel sind das denn noch? So noch ein paar. Noch mal genauso viel. Ja, mach noch 3-4 Stück. Gibt einfach bestimmte Aufgaben, die ich abgebe, wo es jetzt nicht irgendwie wo ein bestimmter Moment abgewartet werden muss. Und es gibt halt Aufgaben, die mache nur ich. Kräuterwaschen durfte ich machen. Tomatenwaschen darf ich machen. Nüsse knacken kann man auch nicht viel schief machen auf jeden Fall. Wie viel hast du jetzt? Noch nicht oh, genug. Oh ja, ich brauche noch mehr, bitte. The vegetables stay on the grill until the skin is completely black. This lends them a smoky note. Only the pulp of the vegetables is used, however. Nikan then adds homemade garlic-infused ghee, clarified butter that gives food a slightly nutty taste, as well as tomato puree and grilled tomatoes. Nikan mashes the mixture in a clay pot.
This gives the dish an earthy flavor. Turmeric, cinnamon, salt, and pepper to taste. And finally, 4 eggs on top. It's then left to simmer at a medium heat. The longer, the better, to allow the flavor to really develop. The guests are arriving. As is usual with traditional Persian cuisine, the tandoor bread and aubergine dish are accompanied by several other dishes. So, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ich freue mich total. Ein schönes Sommeressen. Danke für deine Hilfe. Danke dir, danke dir. Danke für die Einladung. Ja. Gerne. The next day, Jan is looking for the origins of the currywurst. The Berliners are agreed. It's from here, the district of Charlottenburg. There's a plaque commemorating Herta Heuwer. After the Second World War, she's likely to have sold the very first currywurst here. Sie war ja sehr erfolgreich damit, aber hat es niemand verraten. Deswegen weiß man jetzt auch wirklich nicht, was ist jetzt die erste originale Currywurst. Nicht mal der Ehemann hat das erfahren. Also sie ist gestorben und hat das Rezept mit ins Grab genommen. A few kilometers south of the Berlin city limits, grazing here is one of the most unusual cattle herds in Germany, Zebus. Originally from Southeast Asia, they are one of the smallest breeds of cattle in the world. Jan's friend Thomas is taking a look at the herd. Thomas is looking for livestock farmers who cultivate quality meat. Das Erweckungserlebnis war, dass gutes Fleisch tatsächlich einen Eigengeschmack hat. Und sobald man Ketchup oder irgendwas draufschüttet, dann merkst du das nicht mehr. Und bei den meisten Stücken, die man so kauft, da ist es vielleicht auch besser, weil sie tatsächlich nach nichts schmecken. Und dann lernst du Menschen kennen wie Nils und merkst, was da alles dahinter steckt. Und dann kommt auch die Lust daran, neue Sachen zu entdecken. Nee, das sind lose Hörner, nennt sich das. Ja. Kühe haben die schönsten Augen und die unglaublichsten Wimpern der Tierwelt. Irre, oder? Wunderschön. Ja. Breeder Nils Chaya originally established his Zebu herd for landscape protection. The animals are undemanding and well-suited for grazing on Brandenburg's meager soils. Moreover, their meat is of the very best quality. Es ist bei asiatischen Rindern eh so, dass die intensiver schmecken als europäische Rassen. Jetzt hast du beim Wagyu und jetzt hast du eben auch beim Zebu so, dass Zebu deutlich intensiver schmeckt. Nils doesn't slaughter the animals after 18 to 20 months, as in conventional intensive husbandry, but only after 7 to 8 years. What's more, the animals live outside all year round, together as a herd. 3 Generationen, oder? 4. 4 Generationen? Ja. Das nenne ich mal eine glückliche Großfamilie. Genau, das ist so unser Konzept. 4 Generationen, die zusammen groß werden und dann aus der Spitze die besten Tiere dann nachher verwenden. Mhm. Particularly popular is steak cut from the haunch of the Zebu. There are only 3 or 4 Zebu breeders in all of Europe. But this rarity comes at a price. 1 kilo of the delicacy costs around 700 euros. Thomas has brought a Zebu fillet to sample together with Jan. Das ist furchtbar mager. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es vom Geschmack her sein wird. To go with it, a simple and hearty green salad. Jan makes a dressing from balsamic vinegar, walnut seed oil, mustard and potatoes. Das ist eine einfache Art, ein Dressing zu binden. Wenn man eine Vinaigrette nicht selber so schlagen kann, dass sie dann gebunden ist, ist auch manchmal bei warmem Wetter nicht so einfach. Ein Stückchen Kartoffel rein oder Rest von einer Kartoffelsuppe und dann hat man es gebunden. Noch ein bisschen. Ich hoffe, ich habe es nur nicht abgelust hier. Aber einfach drauf, nicht so. Ach so drauf? Ja, einfach drüber. Ich dachte, ich mache ein bisschen Nouvelle Cuisine jetzt hier drauf. Ach nein, guck mal hier. Nehmen wir eine Schere, wir wollen halt richtig
auch Kräuter schmecken. Und, Sehr geil. Okay. Jan briefly fries the zebu fillet on both sides in a hot pan with a little oil. All that's needed to season is a pinch of salt and pepper. This really enhances the flavor of the zebu meat. Jetzt bin ich ja mal so gespannt auf das Filet. Ja. Mir ist Filet oft zu nierig, zu, oder? Und das hat schon ganz dezenten, tollen Geschmack. Stell dir mal vor, das hätte jetzt ein richtig guter Koch zubereitet noch. Stell dir das mal vor, wie das geschmeckt hat. In their nursery, Lucas and Sebastian are preparing a little something to bring with them to Jan's evening barbecue. Their childhood in a rural area north of Berlin was a strong culinary influence on the brothers. Dann sind wir auch immer sammeln gegangen mit Mama. Immer sammeln gegangen. Noch, ne? Das machen wir immer noch. Ja. Nur, dass wir weniger weit laufen müssen, weil wir es selber anbauen. Ja, genau. Wir haben es uns quasi in die Küche reingeholt, damit wir nicht mehr bewegen müssen. The two have decided on an asparagus gazpacho, a Berlin interpretation of the cold Spanish soup for summer months. The asparagus and mixed herbs from the garden are joined by garlic, cucumber and day-old bread. Was so die urtypisch Berliner Sache ist, dass man altes Brot nimmt man für Süßspeisen, für herzhafte Sachen, für Knödel, für alles Mögliche. Die Berliner Küche, wenn man jetzt nicht in der High Society ist, war immer ein Resteessen, war auch wahrscheinlich immer großteils auch vegan, weil es den Umständen gegeben war. Ja? Das gab Maikäfersuppen früher. Also sind Maikäfer jetzt wirklich vegan, meinst du? Das ist nicht vegan, aber es wurde halt sehr, sehr vieles verwendet, was halt jetzt nicht unbedingt Standard-Kuh ist. The bread, soaked in asparagus stock, is added to the herbs and asparagus, and the mix is pureed into a creamy soup. Da. Ja. 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 Passt schon, kann man machen. Schon. Nee, voll lecker. A good currywurst needs a good sauce, ideally a homemade sauce. So viele Currybuden, wie es in Berlin gibt, gibt es natürlich auch Soßen. Das reicht von süß bis fruchtig. Da gibt es verschiedene Lager, die sich dann sogar darüber diskutieren und streiten, welche denn nun die beste ist. Jan likes it tangy and a little spicy. To start, he roasts ginger, shallots, garlic and chili peppers in peanut oil until golden brown. The roasted peppers are skinned and chopped. Grind some coriander seeds, then add paprika powder, ground cloves and curry powder. For a characteristic sweet and sour curry sauce, Jan deglazes with vinegar and mandarin juice and adds a little cane sugar. Ich finde es schade, wenn halt so eine Soße fast nur aus Zucker besteht. Gut, Currywurst ist jetzt nicht wirklich gesund vom Fettgehalt her und vom Fleisch. Jetzt kann man auch drüber streiten. Aber die Soße könnte dann auch natürlich ein bisschen gesünder sein. Bring to the boil while stirring gently and season to taste. Not for tender palates. Es wird ja noch püriert, also der Geschmack verändert sich noch etwas, wenn das, die Paprika dann durchpüriert wird. Die Paprikawürfel geben eben auch noch mal ein bisschen Zucker ab und machen den Geschmack etwas sanfter. Schon geil.
Time to put their hard work to the test. Wo soll ich sie dir hinstellen? Ach, gib sie mir erst mal direkt in die Hand. Oh, du, ich halte sie dir, dann kannst du sie runternehmen, Max. Jan uses charcoal for his grill. This results in a better tasting sausage. So, das haben wir noch ein bisschen mitgebracht als Ergänzung. Ah, perfekt, ja, ich kann es. The asparagus gazpacho is garnished with almonds, asparagus tips and edible nasturtium blossoms. The order of the courses, cold soup and currywurst, is on the unusual side. But in today's Berlin, cuisine is all about creativity. So, ich würde jetzt gerne mal die Würstchen verteilen und noch mal auf die Currysoße hinweisen, die auch selbst gemacht ist. Wir nennen die dann Jans Special. So, nehmt euch mal bitte. Oder Jans Burner. Du musst unbedingt... Warte, ich hab jetzt. Oh, danke dir. Lecker. Ich esse nur noch selber gemachte Würstchen. Komm einmal in der Woche bei dir vorbei und dann wird gewurstet. Also Jungs, ihr habt alle einen richtig guten Job. Also das war jetzt auch nochmal eine tolle Überraschung.